moin zu einer neuen Folge von Anni TV. Heute kochen wir wieder. Nein. Doch. Oh. Und zwar kochen wir heute mal was ganz an. Besonderes, ja besonders nicht, aber was Einfaches, was früher ein armes Leutesessen war. Wir kochen Knipp. Bremer Knipp. Vielleicht kennt das noch jemand, Knipp. So alle möglichen Fleischsorten drin. Jetzt nicht gerade vom Boden aufgesammelt, aber gut. Den Knipp machen wir uns selber, den kaufen wir nicht fertig. Wir kaufen und braten, das kann jeder. Den machen wir uns selber und mal sehen, was das gibt. Ja, gut. Ich würde sagen, wir fangen mal an. So, wir brauchen 750 Gramm mageres Bauchfleisch. Das Fett hier, das schneide ich noch raus. Dann brauchen wir Leber, 120 Gramm, die liegt da drin. Das beschlägt das. Dann brauchen wir 150 Gramm Hafergrütze, das steht hier. Da wir das Ganze selber machen, müssen wir die Hafergrütze kochen, die Leber hier kochen und das Bauchfleisch hier kochen. Das hat gestern eine Stunde gekocht, das habe ich schon mal vorbereitet. Das hat heute eine halbe Stunde gekocht und das auch eine halbe Stunde. Gut. Und ich würde sagen, jetzt machen wir hier aus dem Bauchfleisch das Fett raus. Wir brauchen mageres Bauchfleisch, auch den Speck hier machen wir ab. Und dann drehen wir das Ganze durch hier durch den Fleischwolf, den ich mir extra dafür gekauft. Ob das was wird, ich weiß ja nicht. Sie sagt tauschen nichts mehr. Sie denkt sich ihren Teil. Gut, sie sagt eh nie was. So, wir fangen mal an, das Ganze hier durch den Fleischwolf zu drehen. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Ich hoffe, das hält hier. Das ist so ein bisschen blöd mit dem Tisch hier. Weiter geht's. Also wenn da gleich mein Finger mit rauskommt, dann glaube ich was falsch gemacht. Das geht schwer, ey. Mmh. Totes Tier, das gönne ich mir. Ja, genau so muss das aussehen. Nachdem wir das Bauchfleisch nun gebracht haben, jagen wir die Leber durch den Fleischwolf. Ja, da kommt sie. Das, was jetzt dunkler ist, das ist schon die Leber. So, auch die Zwiebeln, 4 Stück brauchen wir davon. Komm, ich glaube, das passt nicht. Ich muss die einmal durchschneiden. Kommen hier jetzt rein. So, 4 Stück davon, einmal durch den Wolf. So, nachdem wir nun alles fertig geschnipselt haben, gewolft haben oder wie auch immer, das haben wir jetzt also quasi bratfertigen Knipp. Das hier dunkel ist die Leber, das ist der Schweinebauch, die Zwiebeln. Das kommt in der Pfanne jetzt eh alles durcheinander. Und ich würde mal sagen, wir braten mal ein bisschen Öl in der Pfanne an und dann machen wir mal das Knipp da rein. So. Machen wir das mal alles da rein. Die Zwiebeln sind ja richtig breiig geworden. Ey, guck mal einer an. Hafergrütze auch gleich mit rein. Ich habe jetzt für 3 Personen ausgerechnet. Da esse ich wieder 2 Mal von. So, während das hier so vor sich hin köchelt, jetzt muss ich hier mal umrühren, dass das nicht festbrennt. Zeige ich nochmal einen Outtax, haben wir nicht. Ich gehe mal währenddessen den Fleischwolf sauber machen. Leider habe ich keinen Outtax, wie gesagt, aber gut. Man kann nicht alles haben im Leben. So, so ein bisschen würzen. Kann man jetzt noch ein bisschen Mayo ran machen. So, das rühre ich jetzt runter. Das Ganze noch ein bisschen platt kriegt. Mmh. Alter, das ist immer richtig lecker, ey. So, so sieht das Ganze fertig aus.
Das Ganze wird auf Graubrot gemacht und dann mit sauren Gurken dazu. Dann ist das genau das Richtige. Sieht lecker aus, schmeckt auch lecker. Ich werde mir das jetzt einverleiben. So, das soll es gewesen sein für heute. Das riecht gut, ich habe Hunger. Deshalb, tschüss, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal wandern wir wieder. Und zwar machen wir eine kleine Bergtour hier in der Region Hannover. So eine kleine Gipfeltour. Bis dahin, macht's gut, tschüss.